begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Und heute mache ich ein Interview mit François und René Egli. Die beiden sind ja spirituelle Lehrer, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch Bewusstseinslehrer. Und sie haben eine ganz besondere Methode, ein ganz besonderes Prinzip entwickelt oder einen besonderen Ansatz, wie man mit dem Leben umgehen kann, wie man sein Leben gut meistern kann und wie man einfach auch seine Ziele erreicht. Und dieses Prinzip heißt das Lola-Prinzip. Also die Bücher, die die beiden geschrieben haben, gibt es schon Jahrzehnte und ist auch sehr bekannt unter dem Namen Lola-Prinzip. Und die beiden werde ich jetzt mal zu ihren Büchern und zu ihrem Ansatz befragen. Es geht also ums Thema Loslassen, aber nicht nur. Und alles Weitere werden die beiden uns jetzt sagen. Wir freuen uns, hier zu sein, und ich bin gespannt auf die Fragen. Ja, ich freue mich auch total, dass ihr aus der Schweiz zu mir nach München ins Studio gekommen seid. Für Zuseher, die jetzt nicht wissen, was das Lola-Prinzip ist. Die haben noch nie irgendwas gehört, die haben jetzt mich abonniert und hören jetzt gerade Lola-Prinzip. Was ist denn das? Gut, Lola ist ja die Abkürzung von Lo für Loslassen, L für Liebe und A für Aktion gleich Reaktion. Und das erste Buch, das dazu erschienen ist, das dann ja ein Bestseller wurde, ist in diese drei Teile geteilt. Loslassen, Liebe, Aktion, gleich Reaktion. Mhm. Aber in der Zwischenzeit sind viele, viele, viele Jahre passiert. Vergangen und viele Diskussionen und viele Arbeit und Erkenntnisse. Wenn ich fragen darf, wenn ich jetzt einfach mal so ein einfaches Beispiel braucht, für was kann ich es anwenden? Also jetzt irgendein Beispiel, was ganz Einfaches. Wo könnte ich das zum Beispiel jetzt anwenden? Also grundsätzlich natürlich überall, aber vor kurzem ist gerade ein junger Mann, also jung um die 30 rum, zu uns gekommen. Er ist 5 Stunden gefahren aus Deutschland, um notfallmäßig praktisch zu uns zu kommen, weil er hatte Depressionen, Burnout-Depressionen. Mhm. Also das ist ein typisches Beispiel, wo das Lola-Prinzip helfen könnte. Aber wie François gesagt hat, es ist nicht eine Methode sondern ich habe immer gesagt, mein Interesse galt immer der Frage, wie funktioniert das Leben? Mhm. Wie funktioniert das Leben? Nicht unbedingt, wie werde ich super reich, sondern wie funktioniert das Leben? Ja, und wie funktioniert das Leben? Das Radikalste ist, dass wir sagen, jeder ist vollkommen, so wie er ist. Mhm. Und es geht darum, sich so anzunehmen, zu lieben, so wie man ist. Mhm. Und wenn es im Buch oder wenn wir von Loslassen sprechen, meinen wir ja damit nicht, etwas wegzulassen, sondern das, was ist, zu akzeptieren. Genau. Also den Ist-Zustand zu akzeptieren, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Mhm. Ich selber, jeder Mensch ist ein Ist-Zustand. Mhm. Die meisten Seminare, die meisten Bücher sprechen ja darüber, wie kann man sich verändern, verbessern, entwickeln. Mhm. Ja. Und das sagen wir Gegenteil. Nie. Vielleicht fast das Gegenteil, sondern sich so zu akzeptieren, wie man ist. Das finde ich, können wir gleich mal dabei bleiben, weil das finde ich ist ja das Schwierige. Jetzt, wenn man eine schwierige Situation hat, nur als Beispiel. Der Partner hat sich getrennt von einem und das dann zu akzeptieren, dass es jetzt aus ist. Oder man hat eine schwierige Krankheit, eine Diagnose bekommen und das dann zu akzeptieren, das will man natürlich nicht akzeptieren, weil man will es ja verändern, man will es weghaben, man will den Mann zurückhaben, man will gesund sein. Das ist das Schwierige. Ja. Richtig. Und wieso ist es denn hilfreich? Und erstmal, wie kann man es akzeptieren? Und wie schafft man das? Dann muss man einfach das Kämpfen aufgeben oder was kann man machen? Ja, aber die Sache, wenn wir reden von akzeptieren, das hat zu tun, auch akzeptieren, dass du will anderes. Auch akzeptieren, dass du nicht akzeptieren kannst. Ah, okay. Das bist ja dann auch total. Du. Ah, ich verstehe. Du bist ja auch die. Ich kann einfach nicht. Dann geht es auch darum, das zu akzeptieren, ich kann nicht.
Das ist die totale Akzeptanz, weil wir haben zwei Figuren. Das ist Leben und das ist die kleine Ich. Und das ist der kleine Ich ist der Kopf. Ja. Und wenn das du Ego. Sagst, Ego, die Ego. Ratio. Ja. Und wenn er hat eine Diagnose von einer Krankheit. Ja. Er macht eine Revolte. Genau. Warum er will die dem anderen? Angst, genau. Und Stress, und da Sorgen. Kommt die Angst. Mhm. Und das gibt auch zum Akzeptieren, wie er ist mit seiner Angst, mit seiner. Das ist in Ordnung. Ja. Alles akzeptiert, dass er will etwas anderes, akzeptiert, dass. Mhm. Aber die Situation jetzt ist, wie sie ist. Mhm. Okay. Ich habe diese Krankheit jetzt. Mhm. Ich bin wurten jetzt. Und genau. Die totale Ganze, die total bedingungslose Liebe für die Situation, für sich selbst und alles. Genau. Das ist die Lösung. Okay. Und ja, bitte? Aber was vielleicht fundamental ist, zwischen dem, was wir erzählen und dem, was viele erzählen, die Methoden propagieren, ist das da. Ja. Dieses Modell, das eben ist das, wir nennen das kleine Sich oder. Es gibt, hat einen Psychologen gegeben in der Schweiz, der hat gesagt, die erste Wirklichkeit, die Zeit, wir leben in der Zeit, oder? Unser Kopf, die Ratio lebt in der Zeit. Und wir sagen aber, es gibt nicht nur das, es gibt noch etwas viel Gigantischeres, das große Ich. Es gibt Leute, die nennen das Gott oder wir nennen es Leben, das schreiben wir dann jeweils in Großbuchstaben. Und das und François sagte, das ist ihre Spezialität, hat immer gesagt, der Motor von allem ist das da, das große Ich und nicht das kleine Ich. Ja, genau. Und aber alles akzeptieren kann man letztlich nur, wenn man weiß, dass es so etwas gibt. Mhm. Etwas. Dieses kleine Ich, wenn ich was nicht akzeptieren will, dann ist dieses kleine Ich, das kommt mir viel größer vor. Dieses große jetzt, diese universelle Intelligenz, wie ihr die auch immer nennt, ihr sagt immer die universelle Intelligenz, sagt ihr ja auch in euren Büchern, die ist viel größer und kann das Problem dann lösen. Aber die kommt mir dann gar nicht, die ist mir ganz, die, als ob ich die gar nicht habe. Ich bin dann total identifiziert mit diesem kleinen, mit dem kleinen Ego, mit dem Verstand. Ja. Und das ist gerade in schwierigen Situationen, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig. Was hilft da, sich wieder dann eher mit dieser universellen Intelligenz, also mit dem Leben, mit dem zu verbinden? Ja, gibt's da einen Trick? Ja, genau. Die Trick ist, wir sind immer in dem Leben. Wir sind immer binden mit da. Aber der Kopf glaubt, dass er muss alles tun allein. Okay. Und er muss gar nicht tun, er ist schon in dem Rucksack des Lebens. Wobei viele, also ich aber das bin ist so, das ist, wir tun immer viel zu viel, in mir tun, alles ist getan. Und wir glauben immer, wir müssen viele, viele tun, wir müssen gar also, nicht tun. Das ist die Verstand. Und die kleine ihr, egal wie er ist herzig. Aber wir sagen, wir machen bewusst, das gibt das. Genau. Okay. Und wir sind. Und er ist Teil davon sozusagen. Ja, und wir sind immer binden, aber wir haben vergessen. Es gibt ja so, wie sagt ihr, so Grundprinzipien, die in dieses Ganze, in diesen Bewusstseinsansatz hineinpassen, so diese Grundprinzipien des Lola-Prinzips oder dieses ganzen Ansatzes. Was sind denn das für Grundprinzipien? Was würdet ihr sagen? Was ist das Grundlegende, was man verstehen muss? Ein Grundprinzip ist, dass alles eine Frage des Bewusstseins ist. Mhm. Dass es keine objektive Welt gibt. Mhm. Also wenn ich sage, die Welt ist schlecht, dann habe ich recht. Und wenn ein anderer sagt, die Welt ist super, ist gut, hat er auch recht. Mhm. Für sich, für sein Leben. Mhm. Dass alles eine Frage des Bewusstseins ist. Und ich glaube, du hast ja zu Beginn gesagt, Bewusstseinslehrer oder sowas. Mhm. Ist alles eine Frage des Bewusstseins. Mhm. Dass man etwas liest oder hört, was wir erzählen und sich an den Kopf greift und sagt, ja, genau, ja, jetzt ist mir das klar geworden. Eine Frage des Bewusstseins. Und dass es eben nicht nur die Zeit gibt, und unser Kopf, die Zeit, sondern auch die, wir nennen es Nullzeit, etwas viel Umfassenderes.
und dass eben der Motor von allem nicht das ist, was wir meinen. Wir meinen immer, wir könnten mit dem Kopf alles manipulieren, erreichen, ja, und so weiter. Ja. Aber jeder Mensch, wenn er doch mal sich sein Leben genau beobachten würde, würde sehen, es gibt x Dinge, die einfach geschehen sind, genau, ohne dass er daran gedacht hat. Genau. Mhm. Und du hast vorher gefragt, ja, was kann man tun? Oder das kommt so groß vor. Ja, das kommt kleine, so groß. Je mehr man denkt, desto größer kommt einem das vor. Mhm. In unserer Anfangszeit, als es ziemlich schwierig war, finanziell schwierig und wir nicht wussten, wie es weitergeht, haben wir oft gesagt, Kopf ab. Also in dem Sinn, Denken ausschalten. Ah, okay. Denken ausschalten. Aha. Je mehr man denkt, das weiß jeder selber, wenn er an Probleme denkt, nachts oder irgendwelche Probleme, wird das immer größer und größer, dann wird eben das kleine Ich immer größer. Aber ich glaube, die Sache ist, die kleine Ich hat immer die Idee, er ist der Schöpfer, Kreatur. Der Schöpfer. Der Schöpfer von alles. Und stimmt nicht. Und für da, er hat Angst auch von seinen Gedanken. Ja. Und genau das stimmt. Nicht. Das und stimmt. Genau das nicht. Die Sache für da, ich liebe mein kleines Ich, weil es ist mir total egal, was er denkt. Das ist ganz wichtig. Ich habe manchmal den Eindruck, ich selber vielleicht auch mal, also jetzt nicht mehr so, aber früher, aber auch viele andere, laufen vor ihren Gedanken weg. Die wollen einfach nicht, als ob sie vom Verstand weglaufen, vor dem, was sie ständig denken, weil sie es glauben. Und es ist dann so schlimm, dann lenken sie sich ab. Ja. Dann geht sie in Urlaub, neuer Partner, neuer Job, einkaufen, essen, keine Ahnung. Nur weil sie das glauben, was da in ihrem Verstand vor sich geht, also in diesem Kleinen. Mhm. Ja. Und davon laufen sie weg. Dabei müssen wir gar nichts machen. Ja, aber dann kommt noch jemand und sagt ihnen dann, du musst positiv denken. Genau. Zum Beispiel, du musst so oder so denken. Und dann wird es dann immer noch schlimmer. Genau. Weil nur immer positiv zu denken, ich weiß nicht, wer das schafft. Genau, dann verurteilt man sich, weil man sagt, jetzt habe ich versagt, jetzt habe ich schon wieder negative Gedanken. Genau, da kommt sofort die Verurteilung. Ja. Ich hätte doch anders denken sollen, jetzt habe ich falsch gedacht. Und das gibt es alles nicht bei uns. Nein. Sondern? Es gibt alles du nicht. Du kannst sagen, was du willst. Du denkst, was du musst denken. Punkt, fertig. Und wir werden und dir dann? Nie sagen, du hast falsch gedacht. Ja. Und wie geht's weiter? Ich denke, was ich will. Ja, und wenn du machst das, passiert gar nichts, passiert nur, was muss passieren. Die Sache ist Leben. Ist unser Chauffeur. Und wir sind goldige Passagiere. Und ich habe ein Bild, das ist eine Rolls-Royce. Ja. Der Chauffeur ist das Leben. Und ich bin sitzen in dem Rolls. Und das Leben bringt mir genau, wo ich muss gehen. Und ihr macht nur da am die Fenster. Das hat zu tun, weil ihr mit meinem Kopf, ich weiß nicht, was passiert morgen. Yeah. Wir machen überall Angst von da und da, von morgen und übermorgen. Du weißt nicht, was passiert in fünf Minuten. Weiß man nicht. Ja? Yeah. Wir können am jeden Augenblick an Ärztin fragen, dann egal. Genau. Und wir machen uns ein großes Programm für in 20 Jahre. Großer Plan. Ja, aber das ist so verrückt. Die Sache ist, okay, ihr könnt mir Programm machen, aber ich bin bewusst und das ist die Frage. Ihr habt einen guten Chauffeur und das ist Leben. Mhm. Und jeder Mensch hat einen guten Chauffeur. Mhm. Und du kannst denken, was du willst, dein Chauffeur bringt dir genau, wo du musst gehen. Okay. Aber das war eine gute Frage, da so spontan. Wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? Ja. Wo du musst gehen? Das ist typische Kopffrage. Der Kopf will immer wissen, wie es weitergeht. Aha. Der Kopf will immer wissen, wie es weitergeht. Aber wir sagen nie, wie es weitergeht. Wir sagen, doch, also wir sagen, es geht weiter so, wie es in deinem Lebensbuch drinsteht. François sagt ja immer, jeder hat sein Lebensbuch. Und du arbeitest eine Seite nach der anderen ab. Und das, wie es weitergeht, steht schon da drin. Aber ich weiß nicht, wie. Zum Glück wissen wir nicht, wie es weitergeht, weil gewisse Menschen, die dann Katastrophen erleben oder schlimme Dinge erleben, die könnten ja nicht mehr leben, wenn sie jetzt schon wüssten, was dann in einem Monat oder in einem Jahr geschieht. Zum Glück wissen wir das nicht. Es geht weiter
so wie es in unserem Lebensbuch steht. Wo das Leben bringt dir. Ja. Am jeden Augenblick danke, sage für was du hast, wie du bist, wo du bist. Also Dankbarkeit hat eine ganz wichtige Stelle. Dankbarkeit ist die wichtige. Ja. 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 Wieso ist Dankbarkeit wichtig? Das ist auch so ein Satz von François. Sie sagt, alles ist ein Geschenk des Lebens. Und wenn alles ein Geschenk des Lebens ist, egal wie das Geschenk aussieht, wenn uns jemand ein Geschenk bringt, sagen wir mal Danke, ohne zu wissen, was überhaupt drin ist. Yeah. Oder wenn es eingepackt ist. Klar. Wir wissen nicht, was drin ist. Ja. Wir sagen immer Danke. Ja. Auch wenn etwas vielleicht nachher drin ist, was wir schon 10-mal haben. Ja, genau. Aber wir sagen trotzdem Danke. Und wir sagen, also das ist Spezialität von François, alles ist ein Geschenk des Lebens. Ja. Dass wir haben zwei Beine, zwei jeden Hände, Morgen. Zwei Augen. Und viele vergessen dann die Dankbarkeit, wenn man vielleicht so in die Zukunft ausgerichtet ist, auf irgendwelche Ziele. Ja. Dabei vergisst man, was man jetzt hat. Genau, das stimmt. Genau. Problem ist eigentlich immer im Kopf. Im Hirn. Ja, weil, nur im Kopf. Immer, ist immer im Kopf. Nur. Und welche Rolle noch, was jetzt, weil ich gerade sehe, ihr sagt beide jetzt auch immer dieses im Jetztsein, das Heute. Welchen Stellenwert hat es, das immer im Jetztsein? Das ist ja wichtig in eurem Bewusstseinsansatz. Was würdet ihr sagen? Wieso ist es so wichtig, dass man immer im Jetzt verankert ist? Ja, und wenn du bist nicht im Jetzt, mach nicht. Ah, du musst auch dich akzeptieren. Das ist immer die natürlich sagen wir das, aber es ist immer die Gefahr, dass dann jemand denkt, oh, jetzt war ich nicht im Jetzt und der sich dann schon wieder verurteilt. Aber je mehr man eben nicht im Jetzt ist, desto mehr macht sich der Kopf wieder Gedanken oder Sorgen über die Zukunft. Ja, und wenn du bist im Jetzt und im Jetzt, du bist mit deinen Gedanken, das ist ein Jetzt. Wo ist das Problem? Aber gibt keins. Es gibt kein Problem. Ich habe. Ist nur wir sagen, oh, wir müssen positiv, wir müssen negativ, oh, das ist gefährlich. Nein, einfach sagen, ja, ich war nicht im Jetzt und wo ist das Problem? Genau. Zwei Beispiele vielleicht. Ganz am Anfang vom Lola-Prinzip. Also wir hatten oder haben auch jetzt zwei Kinder. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wir wussten nicht, wie wir im nächsten Monat die Kinder ernähren und uns selber und so weiter. Ganz am Anfang. Und ich weiß noch, ich bin nach Bern gefahren zu einer Firma, konnte eine Präsentation machen über die Idee war, ich mache Seminare. Dann haben die gesagt, ja, möglicherweise, sie könnten sich vorstellen, dass ich für sie nächstes Jahr ein Seminar mache. Bin ich nach Hause gefahren, habe angehalten in einer Raststätte und habe mir gesagt, Moment mal, wie soll das gehen? Wenn ich habe diesen Aufwand, um einen Kontakt zu machen, eine Präsentation zu machen und dann vielleicht nächstes Jahr ein Seminar. Wie soll das gehen? Genau. Dann habe ich ehrlich mir gesagt, ich weiß es nicht. Und das ist die ehrliche Antwort eigentlich für jeden Menschen. Niemand weiß nämlich wirklich, wie es weitergeht. Ich habe mir gesagt, ich weiß es nicht. Also wenn ich es nicht weiß, folglich, logisch, was tue ich dann? Da habe ich mir gesagt, ich kann nur eins tun. Jeden Tag aufstehen und mit Engagement das tun, was mir dann in den Sinn kommt, oder was zu tun ist an dem Tag, jetzt, genau. An dem Tag zu tun, was zu tun ist, mehr kann ich nicht. Ja. Ja, und das, und jetzt sitzen wir da in München. Und dann hat das Leben geholfen, gell? Das Leben war oder ist gigantisch. Ja, weil ist das gigantisch. Muss sein, weil das ist so wichtig. Wenn wir sagen, akzeptieren, aber für mich ist es fundamental ohne Erwartung. Ah, okay. Weil die Erwartung ist schon in die Zukunft. Ah ja, ich verstehe. Und wenn du akzeptieren, du hast keine Erwartung, weil du weißt, ich bin die Beste. Das ist nicht unbedingt, was du möchtest, aber das ist die, was du brauchst da. Das ist die Erfahrung, dass du brauchst. Aber ohne Erwartung, das kommt besser, das kommt gut. Und da kommt wieder Frustration und Genau, da kommt dann wieder, weil es da nicht so ist, wie man will oder wie lange dauert es noch und jetzt ist es nicht so, wie ich es wollte und habe mir anders vorgestellt und so.
Wie wirkt es denn dann, wenn man loslässt, jetzt so, wenn man das anwendet, wie wirkt es dann auf der energetischen Ebene? Wie kann das sein? Wie wirkt es dann? Man ist mal, ist klar, es geht einem besser, man hat eine andere Schwingung. Ja, und Freiheit. Man hat eine andere Schwingung und man ist frei. Andere, und total voller Energie. Genau. Energie hat man immer total, wenn man im Hier und Jetzt ist. In den Seminaren habe ich das jeweils im Detail so hergeleitet. Je weiter man vom Hier und Jetzt weg ist, desto mehr hat man Widerstände und Blockaden. Mhm. Und die sind alle weg im Hier und Jetzt. Aber am besten geht das halt, wenn man das hat, was François hat, dieses totale Vertrauen ins Leben. Nicht das Selbstvertrauen, nicht das Vertrauen, ich bin der Größte, sondern das Vertrauen ins Leben. Und nur dann, wenn man dieses Vertrauen hat, kann man ja dann auch sagen, es ist, oder akzeptieren, dass alles ein Geschenk des Lebens ist. Wenn man jetzt aber schwer vertrauen kann, man kann nicht vertrauen dem Leben, man will immer kontrollieren oder so, was kann man tun? Ganz einfach. Was kann man machen, um mehr Vertrauen zu haben? Nein, das wäre schon zu viel. Nein, akzeptieren. Akzeptieren, du hast keinen Vertrauen. Ja, weil sonst kommt wieder der Stress, der Konflikt, dann verurteile ich mich, ich habe nicht genügend Vertrauen, ich möchte mehr Vertrauen haben. Ist man schon wieder im Stress, hat man schon wieder sich nicht so akzeptiert, wie man ist. Das ist so subtil. Total, Das, was wir erzählen, klingt ganz einfach. Ist aber nicht so. Unglaublich einfach. Aber ich würde meinen, es ist das Schwierigste, was es gibt im täglichen Leben. Im Alltag. Es ist so subtil. Total. Genau. Man fällt so rasch da rein und denkt, jetzt möchte ich das und jenes erreichen. Und schon ist man wieder weg von sich oder vom Akzeptieren. Ja, weil wenn wir sagen, ich habe keine Vertrauen. Wie kann ich mehr vertrauen? Du hast dir schon einen Mangel an Liebe an dir. Ja. Weil du sagst, du möchtest anderes sein. Ja, genau. Als wie du bist. Wie du bist. Und das ist nicht die bedingungslose Liebe. Aber wie du bist vollkommen. Du kannst nichts anderes. Und gerade an diesem Moment, du manifestierst die Vertrauen des Lebens. Ja. Okay, das ist so. Aber mehr wir wollen anderes, wir wollen besser sein und da, mehr kommt Konflikt und Schwierigkeit. Ist auch okay. Ja. Aber keine Reklamation, es gibt keine Büroreklamation ins Leben. Und was würdest du sagen, was ist bedingungslose Liebe? Bedingungslose Liebe hat richtig zu tun, dass alles, was ist ein Geschenk des Lebens und ich bin dankbar dafür da. Ohne mir Frage, warum? Ich weiß einfach, es ist das Geschenk. Und da du eintreten, das ist ein wenig speziell, aber du hörst das Leben und du spürst, dass du bist tragen. Und du hast keine Angst. Der Mensch hat Angst von A bis Z, von Anfang bis Tod, er hat nur Angst. Ja. Und wir machen noch mehr Angst und wir machen noch ein Commerce von dieser Angst und alle diese Sachen. Ich habe gesagt, okay, du hast Angst, akzeptiere deine Angst. Aber Wissen ist nicht gefährlich, nur das ist wie ein Stein, ein wenig mehr zum Tragen. Aber das Leben kommt genau, wie es muss kommen, trotzdem. Mhm. Okay. Was sagst du, bedingungslose Liebe? Als Kopfmensch möchte ich, wir sind ja... Wir ergänzen uns ja super, ich als Kopfmensch und Sie als Herz- und intuitiver Mensch. Und uns unglaublich logisch, also praktische Logik unglaublich. Nein, zur bedingungslosen Liebe wollte ich sagen, man verwechselt das leicht. Es kommt das Wort Liebe und dann denkt jeder, ja, er weiß, was das ist, Liebe. Man liebt sich oder man liebt sich nicht und man liebt seine Frau und man liebt seine Kinder. Und da kommen wir mit dem Ausdruck bedingungslose Liebe. Und da drin steckt auch das Wort Liebe, aber es hat nichts, aber wirklich nichts mit dem Wort Liebe zu tun, an das man normalerweise denkt, wenn man hört Liebe.
Weil der Witz an der Sache, also an der bedingungslosen Liebe, ist ja gerade, dass die nicht urteilt, nicht verurteilt, dass die keine Unterschiede macht. Aber die andere Liebe, die bedingte Liebe, die macht ja Unterschiede. Die sagt, ja, ich liebe meine Frau viel mehr als andere Frauen und ich liebe meine Kinder mehr als die anderen Kinder. Und das ist die bedingte Liebe, die letztlich zu Konflikten führt, zu Problemen führt. Man sagt, ja, ich liebe diese Rasse, aber nicht jene Rasse. Genau. Und da gibt es immer Konflikte dazwischen. Und die bedingungslose Liebe ist etwas total anderes. Da kann man sagen, die Liebe ist einfach. Ja, ja. So habe ich mal gelesen, von einer buddhistischen Lehrerin. Mhm. Genau. Ja. Ist einfach da. Ja. Ohne Urteil. Genau. Es ist, wie es ist. Punkt. Mhm. Aber wir Kopfmenschen fügen dann noch immer etwas hinzu. Wir sagen, es ist schön, es ist nicht schön, es ist sympathisch, es ist unsympathisch. Mhm. Ja, und schon die Frage, ihr lebt diese Situation, warum? Mhm. Das ist schon eine richtige bedingungslose Liebe. Du fragst die nicht. Mhm. Du weißt einfach, stimmt. Genau, man weiß es einfach. Ja. Ja. Und das ist der, also aber das so, ist, da, ist so, so extrem. Und das Ton, wenn ich, banal, oder Leute sagen, aber das Laissez-faire, ist gar nichts zu tun mit Laissez-faire. Hm. Das hat nichts zu tun mit Kopf, das hat richtig zu tun mit jeder Zelle von deinem Körper, du spürst das. Das bringt dir so viel Energie. Ja. Und du spürst Leben. Und das ist interessant, wir sprechen ja jetzt hier nur von Energie. Man kann es ja nicht greifen. Ja. Es ist auch nicht das Denken. Es ist, wir sprechen nur von der Qualität, von der Energie einfach, von was sehr Subtilen. Ja. Also ich bin sehr bei euch. Jetzt, sehr schön, ja. Also es ist wichtig, wenn man versteht, dass das, was wir sagen, nicht ein positives Denken Nein, ist. Nein, absolut nicht, weil es ist ja auch, das Negative ist ja auch erlaubt. Ja, richtig, genau. Und das ist ja die bedingungslose Liebe. Und ich weiß eben, dass positives Denken nicht allein nicht jetzt groß hilft. Dagegen loslassen schon. Ja. Aber das Loslassen ist ja nicht so leicht. Also jetzt noch weiter. Nein. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wenn man ja jetzt sagt, okay, ich lasse los, weil, wie du gemeint hast, es gibt dieses Lebensbuch mit jeder Seite und so, ja, gibt es einen freien Willen oder gibt es ihn nicht? Ich frage euch beide, gibt es einen freien Willen dann, wo ich sagen kann, es ist ja, ich schreibe jetzt die nächste Seite neu, meines Lebensbuch, oder kann ich nichts machen, ist eh schon vorherbestimmt. Was sagst du, freier Wille, ja oder nein? Nein, gibt es nicht, ja. Also, da gibt es viele Untersuchungen darüber und ich habe eine CD ja gemacht über das Thema freier Wille. Oder genau, ich halte es mal in die Kamera. Hier. Freier Wille oder nicht freier Wille. Mhm. Aber was wir sagen immer, lebe so, wie wenn du einen freien Willen hättest, im Wissen darum, dass du ihn eigentlich nicht hast. Okay. Und dann, ich habe immer gesagt, auch auf der CD, wenn jemand mal verliebt war, müsste er eigentlich wissen, dass es keinen freien Willen gibt, weil das kann er nicht steuern. Nee. Und es gibt Leute, die lieben Hunde, aber nicht Katzen. Weshalb? Aha. Das weißt du auch nicht. Nee. Das ist einfach so. Ist einfach so. Oder? Und da kannst du nicht, niemand kann dann sagen, ja, ab morgen liebe ich Katzen. Das geht nicht. Wenn du Katzen nicht liebst, dann liebst du die nicht. Oder es gibt Leute, die lieben die Berge, aber nicht das Meer. Andere lieben das Meer und nicht die Berge. Das ist einfach so. Mhm. Und das können diese Menschen nicht ändern. Genau. Eben deshalb, jeder hat sein Lebensbuch. Oder der Schopenhauer, Philosoph, hat eine lange Abhandlung über das Thema geschrieben, freier oder nicht freier Wille. Und es gibt so einen berühmten Satz von ihm, der sagt, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Mhm. Weshalb willst du genau das und nicht etwas anderes? Weshalb will der eine ans Meer in den Urlaub und der andere in die Berge? Mhm. Aber trotzdem zum Leben, lebe so, wie wenn du einen freien Willen hättest, machen wir ja auch so, im Wissen darum, dass es den gar nicht gibt. Also wir sind nicht freiwillig hier, in München. Aber
Schade. Und was ist denn der Vorteil, wenn man sagt, man hat keinen freien Willen? Ja, was, bitte erklärt es. Also der Vorteil, es gibt keinen freien Willen, aber ich lebe, als ob ich einen hätte. Ja. Was ist der Vorteil? Ja, aber der Vorteil ist, wenn du weißt, du hast nicht freien Willen. Für mich, der zweite Teil ist wichtig. Der andere hat auch nicht die freien Willen. Der andere, ja. Da, du verurteilst nicht mehr die andere. Ach so, wenn stimmt. Ein anderer dich verletzt oder irgend, dann ja. Wenn du weißt, er gehört an dein Leben, er ist ein Geschenk. Der du kann weißt, gar nicht anders. Er kann nicht anders. Und ein Streit, wir sind normale Menschen. Und ja, ich schon. Ja, ich auch. Aber wir machen, ich sage manchmal, weil wir haben Streit auch manchmal. Aber wir haben, jetzt wir sind schon alt, wir haben weniger. Aber die Sache ist, du weißt, du hast einen Streit. Du weißt, was er sagt dir, das gefällt nicht an deine kleine Ehe. Und du reklamierst da. Aber gleichzeitig, du weißt, er kann nicht anderes sagen. Also Männer haben eh keinen freien Willen, die können nein, das nicht anders. Du siehst schon mit anderer Qualität. Ja. Das ist etwas anderes, ja. Wenn du weißt, ja, mein kleiner Ehe akzeptiert das nicht. Okay. Ist okay. Aber gleichzeitig, wenn du bist bewusst, aber dieser Streit muss existieren, jetzt gerade. Ja. Das ist nicht ein Zufall. Das muss so sein. Ja. Ist noch ein Geschenk. Wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht kommt eine Entscheidung. Genau, ich weiß gar nicht, das kann noch sein. Aber ja, da, alles ist sein. Möglich. Aber das ist da, es ist trotzdem wichtig. Und da du verurteilst viel weniger dem anderen. Okay. Und du hast die Antwort, was du musst tun. Du kommst ganz ruhig. Okay. Du kannst viel ruhiger sein. Ich glaube, es gibt so zwei Arten von Menschen, wenn die hören, es gibt keine freien Willen. Es gibt welche, die finden, das ist eine Katastrophe. Furchtbar. Da sind wir nur noch Roboter. Nein, das ist furchtbar. Ich muss doch das verändern können in meinem Leben und bestimmen können. Ja, richtig. Ist logisch. Und andere... Auch ganz spontan, wir kennen einige so, als die das erste Mal gehört hatten, ganz spontan, die sagen, wow, das ist die totale Freiheit. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist die totale Freiheit. Dann hatte ich da, als ich euer Buch gelesen habe damals, dann dachte ich mir, ach, da muss ich mich ja gar nicht mehr aufregen. Ja. Da muss ich mich ja nicht mehr aufregen, jetzt so viel sagen. Da gehst du ab wie eine Rakete. So und, frei. Ja, und du musst dir keine Sorgen machen, dass du jetzt falsch gedacht hast, falsch entschieden hast. Das genau. Ist ja für viele Menschen entscheiden, sich entscheiden ist ja für viele Menschen schwierig. Soll ich so den heiraten oder den Job oder das oder das kaufen oder das dieses Haus oder das Haus und so weiter. Ja, das ist ja für viele Menschen so dramatisch schwierig und nur immer wegen der Angst vom kleinen Ich. Er könnte etwas falsch machen. Und der könnte einen dann beschimpfen und Vorwürfe machen. Ja. Also vor sich selber weglaufen. Ja. Das sage ich, wie ich ja vorher gesagt habe. Ja. Und wenn du das weißt, es gibt gar keinen freien Willen. Das Buch ist schon geschrieben. Von außen betrachtet ist es dann so, dass auch unsere Söhne oder die uns kennen, denken, wir entscheiden normalerweise enorm schnell. Weil wir ja wissen, wir können nicht falsch entscheiden. Genau. Und wir sagen dann... Aber das ist geschrieben in unserem Buch, dass wir müssen schnell entscheiden. Weil wenn es ist geschrieben in deinem Buch, dass du kannst nicht schnell entscheiden, du entscheidest nicht schnell. Das aber in meinem Buch steht, dass ich schnell entscheide. Kann es sein, dass das dann auch eigentlich diese universelle Intelligenz dann eigentlich die Entscheidung trifft? Weil dann man ist dann nicht so im Verstand, sondern das ist einfach dieses, wenn man eingebunden ist in diese universelle, höhere Intelligenz, die entscheidet dann ganz schnell. Weil man weiß es ja auch ganz schnell. Der Verstand muss halt immer Stunden, Tage lang drüber nachdenken. Vor- und Nachteile abwägen, die Folgen und so weiter. Das ist alles aus dem Verstand. Aber wenn man jetzt aus dem ich sag jetzt mal, auch angebunden ist irgendwie, dann entscheidet man ganz schnell. Man weiß es einfach. Ja. Man weiß auch, was man essen will. Es einfach. Wenn man im Restaurant ist und die Speisekarte sieht, dann schaue ich die durch und dann weiß ich sofort, was ich essen will. Dann muss ich jetzt nicht stundenlang, dann überlege ich jetzt nicht, ist jetzt das sinnvoll oder lieber das oder was ist der Vorteil? Das ist nur, aber wenn man so eine Speisekarte, geht zack, zack. Und das ist halt dieses stimmige Gefühl. Aber das ist auch mit der Angst auch manchmal, dass die Leute, wir haben mehr Angst, falsch entscheiden. Immer diese Angst. Aber eigentlich, wenn man richtig
voll im Fluss des Lebens wäre, ja, dann ist es auch nicht wirklich eine Entscheidung. Nee. Du weißt einfach, oh, ich esse man, das. Genau, man weiß. Du weißt einfach, ich esse genau das. Man über, es, ist, man, es kommt auch nicht wie eine Entscheidung vor, sondern eben, man bestellt ja einfach. Ja. Ja. Ja, es kommt einem nicht ja wie eine Entscheidung vor. Oder du kaufst ein Möbel, weil du siehst es und dann ist es gekauft. Das ist es. Genau. Ja, ja, er ist schon lange bei dir. Ja. In der Nullzeit. In der Nullzeit. Das ist die Sache. Im Buch, in weitere Seiten, ein paar Ego, Seiten weiter hinten. Die Kopf, wir als Mensch, wir leben in Zeit. Wir sehen auch die Irren und diese Zeit macht uns Angst. Von genau A bis Z, wir müssen genau gehen und jeden Augenblick genau Schwierigkeit oder diese Sache. Ja. Das ist die Angst. Aber das ist schon gemacht. Im Buch, Nullzeit. In deinem Buch. Ja. Dein Buch ist da, du liest das Buch, aber der ganze Buch ist da. Ist schon fertig. Ist schon da fertig. Muss ich mich gar nicht beeilen, dass ja ich noch und die Sache ist, ich sage immer an die Leute, aber wir haben ein Event gemacht mit 600 oder 800 Leuten. Aber ich bin extrem, okay. Ich habe nicht die Idee, ich habe organisieren, weil ich sage, das Leben ist nicht blöd. Ich muss gar nicht Angst haben für die Organisation. Weil wenn das Leben sagt mir, du machst ein Event mit 800 Leuten, ist schon gemacht. Aha. Und ich bin schon wieder zu Hause. Die Event ist schon fertig. Ich muss gar nicht Angst haben. Das kommt, wie das kommt. Das ist so verrückt, extrem. Und du hast Energie wie verrückt. Ja. Eine Vollenergie. Genau. Du, richtig, du musst... Das Leben hilft einem immer, ist auch meine Erfahrung. Es ist ganz komisch, wie das funktioniert, aber es hilft einem immer, also ja, wenn man angebunden ist. Wenn man ein bisschen aufmerksam ist, ja. Wenn man aufmerksam ist. Wenn man sein Leben beobachtet, dann sieht man das. Im Nachhinein erkennt man es eigentlich immer. Es war immer Hilfe da und immer.